Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf unserem Kanal. Genau, Tourtag 5 steht an und wir gehen heute in den Halbzeit. Hansapark, ja, der einzigste Freizeitpark am Meer hier in Deutschland bei uns. In Deutschland. Und ja, wir starten aus einer kleinen Ferienwohnung oder einem Gasthof. Ja. Arenböcker Hof heißt es. Verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und dann zeigen wir euch kurz mal, wo wir hier genächtigt haben. Oder möchtest du zeigen, Lasse? Ja. Schieß los. Also, wir haben ein Bett. Tada. Ein Sessel mit Druckverkauf. Tada. Ein Fernseher, den wir eigentlich in keiner Unterkunft genutzt haben, aber gut. Dann hinter Philipp ist dann Tisch. Und ein Sessel. Ja. Ein Schrank. Da rum. Ein Spiegel. Badezimmer. Mit Dusche. Ja. So. Und was machen wir jetzt? Wir packen jetzt unsere 7 Sachen und gehen in den Hansapark, würde ich sagen. Auf geht's! Bra, Berlin lebt! Ja, wir sind auch wieder da. Ja, also ich. Ein jemand Neues. Der ja, Kai. Hi. Der Kai, hallo Kai. Ja. Wir gehen jetzt Richtung Eingang. Wir sind auch mal angekommen. Ihr Schwaben haben uns wieder verspätet. Ja, wie immer. Natürlich. Reicht nicht, dass die Geizigen sind? Nein, sie kommen noch zu spät. Und hetzen uns. Ja, Erstbesuch, wie gesagt, für uns alle, glaube ich, oder? Ja. Oder war ich schon mal dort? Ja, ich war schon mal hier. Oh, vor 8 Jahren wahrscheinlich, denke ich mal so. Okay. Also ich kann mich kaum noch daran erinnern. Okay, ich bin hier noch nicht. Was noch nie so gewesen. Sieht, also. Und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Viel Spaß euch. So, wir sind jetzt im Park drinnen und schaut mal, hier, 16.08.2020. Jeden Tag tut der Hansapark diese Blumen umpflanzen. Jetzt wisst ihr, wann wir da waren. Ja, jetzt wisst ihr, wann wir da waren und ich finde es voll krass, dass sie jeden Tag das machen. Das machst du nicht so, gell? Jeden Tag dein Auto putzen. Ja, eigentlich schon. Also mein Auto echt, ist echt. Also mein Corsa ist sauber, aber das ist ja das Auto von meiner Mutter. Noch. Ah, noch? Noch. Deswegen sieht er auch aus. Deswegen ist er auch noch hoch wie im Bus. Deswegen. Ja, ist auch der ist schon drauf, aber TÜV meckert noch ein bisschen rum. Deswegen. Okay. Er ist ja auch Kfz-Mechatroniker, er liebt Autos. Absolut. Jetzt wisst ihr sogar, was er ist. Oh, je. Oh. Alter Schnessi, Alter, überragend. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Kerne und bis dahin einfach ein paar schöne Impressionen vom Park. Ich auch. Für mich die erste Fahrt. Ich freue mich. Sie freut sich natürlich.
will nach Hause gehen. Will nach Hause? Ja. Also wir melden uns nach der Fahrt. Ja. Wenn wir noch leben. Vielleicht. Bei mir sterben ist halt auch nicht so schlimm, ne? Ja, vielleicht noch. Also, auf geht's. Sturm. Puls 180. Puls war, ja. Nicht war gut. Schlimm. Alter, mega geile Bahn. Und, also mir hat's mega gefallen. Mir auch. Ja. Ich bin das erste Mal gefahren. Ja. Stört nicht. Genau. Es war krank. War krass, war cool. Pre-Show, ja. Mapping-Show, das bin alles, was da vorbereitet wird. Und dieser Drop, der erste, das ist so geil. Ach ja, geil. Oh, treibe mich ein. Q-Line ist auch sehr schön. Und ja. Ja. Was soll man einfach sagen? Gerne. Nee, der Schule ist Kerl. Fahrt das Ding, wenn es sein muss. Und am Ende, lass ich nicht spoilern, passiert noch was. Jetzt gehen wir zum Flug von. Ja, jetzt gehen wir zum Flug. Flug von Nachbar. Flug von Nachbar. Der Lauf jetzt alles auf. Flug von Stein. Fahr ein bisschen. Viel Spaß. Lass das überraschen. Oh mein Gott. Okay, geh raus. Scheiße, du bist einer Dusche. Jetzt wieder Kai, oder? Nee. Ey, Piraten. Damit du auch ein Pirat wirst. Ja, es ist kalt. So, jetzt bist du ein waschechter Pirat. Arr. Eigentlich zu Fluch gehen. Ja, geht okay. Aber wir sind jetzt die Schlange von Midgard gefahren. Und mega, mega Bahn, Alter, finden wir. Ich finde allgemein die Klimatisierung bis jetzt richtig schön, auch für kleinere Coaster oder Attraktionen. Finden wir auch. Also geil, so eine kleine Attraktion, so eine Geschichte aufzubauen, ist geil anzupacken, Daumen hoch dafür. Genau. Weil wir sind jetzt Crazy Mike hier. Genau das. Hey, ich glaube, man hat es gar nicht gesehen, egal. Auf jeden Fall sehen wir uns dafür an und dann gehen wir. Und die zwei haben auch Bock, oder? Ja. Ja. Ja, wenn du die Fahrt auch einen Blitz auf Busch bestellst. Okay, Berliner halt. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob ich reinpasse, aber wir versuchen jetzt Highlander zu fahren. Wie geht der Kackstift, gell? Genau. Vanessa läuft schon da los, ist nicht schwer, weißt du? Aber hier geht der Kackstift, ja, ich kann euch leider nicht mitnehmen, aber wir fahren es durch. Wenn ich reinpassen sollte, fahre ich auf jeden Fall, wenn nicht, dann nicht. Also viel Spaß, ja, danke schön. Immer sterben. Ja, wie ihr seht, ich passe leider nicht rein, aber die zwei, Manuel und Vanessa, sitzen dort und die filmen jetzt dabei, wie sie da hochgehen. Viel Spaß. Ciao. War schön mit euch. So, nachdem die zwei jetzt erfolgreich Highlander gefahren sind, ihr seid jetzt Entjungfert. Du bist das erste Mal viel vorher in deinem Leben gefahren. Ja, Mann, das war. Weißt du, da haut er gleich die Highlander rein. Er hat Höhenangst. Wie war's denn?
Freunde. Ich fand das erste Mal Freeport Tower im Holiday Park, ja, fand ich viel intensiver als den. Weil es einfach der erste für mich war. Es war ein anderes, es war ein neues Gefühl. Aber ich zitter gerade im ganzen Körper, ich merke das. Aber Höhe macht es jetzt nicht so aus, oder? Nee, die Höhe macht es nicht. Höhe macht es nicht aus, okay. Aber wir sind so nach vorne gekippt, also es war voll schön, man hat das ganze Meer gesehen. Scheiße, ich hab mir eingekippt. Ich nicht. Dann sind wir nur nach vorne gekippt. Und dann sind wir noch wieder zurück. Dann hat die Musik gestoppt, dann ein paar Sekunden. Aber es ist synchron, die Musik zum Fall? Ja. 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 Wir haben ein paar Minuten nach oben gesessen. Ja, jetzt hast du dich beruhigt. Das war cooler, wenn schneller. Nee, ich zitter auch. Hier die Hände, gell? Das geht aber eigentlich. Die Beine und so, das ist cool. Aber man spürt es ja hier. Das ist. So. Dieses Gefühl, wenn die ganzen Gedärme so hochgehen. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Eigentlich müsste man mal die Hände hochheben. Nee, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, aber das Meer war schön. Ich habe mein Auto gesehen. Ja, Flug von Novgorod. War gut. Für uns alles das erste Mal auch, oder? War schon gut. Spaß gemacht. War super. Was waren für dich die besten Elemente? Der Lounge. Der war böse. Alter, der war böse. Unfassbar. Kann ich nicht reden. Der Lounge war richtig böse, ja. Ansonsten auch gute Bahn, ja. Ja, absolut krass. Tja, Thematisierung, geil, Alter. Aber keiner weiß, wie feiere ich diese Bahn jetzt so hoch den Senkrecht. Ja, ist nicht, nee. Gastlauer. Ich feiere kein bisschen. Aber es ist witzig, ja. Irgendwie geht es halt überall senkrecht hoch, er hat keinen Bock drauf. Ja, und bei Highlander geht's runter. Genau, wir gehen jetzt eigentlich den Schiffshop. Können wir gleich nicht mehr. Wir sehen vielleicht einfach ein paar Aufnahmen. Und dann fahren wir, denke ich mal, nach der Wasserbahn, oder? Ja. Und dann melden wir uns später zurück. Dann müssen wir was essen, Mann. Stay wet. Stay safe. Wilde Tiere!
Jo, mit dem letzten Aufnahme fahren wir jetzt die Wildwasserfahrt. Zur Wildwasserfahrt und da gehen wir jetzt hin. Ich muss jetzt Maske aufsetzen, weil ich vielleicht Schüler bin. Ja, auch. Wir waren Wasserbahn. Yeah, auf geht's. Alter, ein bisschen nass geworden, ne, Vanessa? Ja, wir sind alle nass. Außer er. Und deine Tasche ist nasser wie du. Ja, war geile was Fahrt. Ich, aber was ich anfand, Fahrt. Da war so eine Maus am Anfang, die war voll zerfetzt. Ja, Mann, die Maus war zerfetzt. Kann man vielleicht eine neue Eis neu ersetzen, aber das ist so Kleinigkeiten, sonst wäre echt coole Fahrt. Ja, wir gehen jetzt zum Super Special, ne? Ja, schon was denn, ne? Genau, Daumen oben, werden wir nicht loben. Auf geht's. Super Splash. Erfolgreich hinter sich gebracht. Schaut mich an. Alter. Ich bin Besseres gewöhnt. Bist Besseres gewöhnt? Was war noch Besseres? Europapark. Super Splash. Atlantica. Nope. Und du? Gebe ich schon recht. Also Europapark ist schon besser. Echt? Ja. Ein bisschen nass. Nein, ich bin stocknass. Ja, mega nass. Mega nass, ich auch nass. Ja. Aber ich glaube, es kommt auch aufs Gewicht drauf an. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, das heißt, wenn so ein Kolossus wie ich drin sitzt. Ich bin ja, wir machen jetzt Wiederholungsfahrten, denke ich mal. Aber wir müssen noch Nessie fahren. Nessie müssen Nessie auch noch. Und diese andere mit dem Ring. Mit dem Ring. Also das Rafting und Nessie fahren wir schon. Genau. Ja, dann laufen wir jetzt mal hin. Die beiden müssen wir noch Spaß. Liebe Grüße gehen raus an den Olli von Drizo. Pass mal auf, Olli. Das ist deine Bahn hier, hä? Die Nessie, was wollten Sie sagen? Das tut weh. Das tut weh und das fahren wir jetzt, was weh tut, denkst du? Ich weiß nicht, ob es weh tut, ich bin noch nie gefahren. Das hört sich zumindest so an, als würde es ziemlich weh tun. Denkst du? Ich hab schon, ja. Ich hab gerade voll den Grey aufgehabt. Nee, jetzt fahren wir Nessie. Und dann schauen wir mal. Take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. So, wir sind jetzt diese Rafting-Boote gefahren. Abzocke, fahrt die Kacke nicht. Abzocke, fahrt die Kacke nicht. Ja, ich mag das nicht. Na, es ist Geschmackssache. Geschmackssache. Das ist geschmacklos. Ja, wenn man nass geworden wäre, wäre schon super gewesen. Das ist halt wie Tofu, ne? Ja. Geschmacklos. Ja, ein bisschen Nässe fehlt da schon, gell? Und es dreht sich mal, Nässe mag drehen. Nee. Aber wir fahren jetzt nochmal in Rewild Kernern. Und dann endet beispielsweise. Nee, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Noch nicht? Ja, wir gehen dann noch an die Ostsee. Eben. Ostsee, stimmt. Keine Ahnung. Ich bin sehr landeskundig, wie ihr seht. Wir gehen ans Meer einfach so. Ich habe eine Schule nie, nur von ungefähr so ein paar Tage so. Wir gehen dann hier so rein. Brauchst du nicht. Genau.
Ja. Spaß. Aber wir fahren jetzt nochmal Kernern, glaube ich, haben wir heute hier. Und danach Fluch von Novgorod und dann Heme. Aber vorher nochmal erstmal, weil mir ist warm. Genau. Ja, wir sind jetzt nochmal Kern angefahren. Wir haben uns entschlossen, dafür nicht mehr Fluch zu fahren. Also reicht schon besser so. Ja, aber ich würde sagen, gehen wir an die Ostsee noch. Und an die Küste. Gehen wir uns da und dort drehen wir unsere Fahrzeuge. Ja, gut. Genau, deswegen jetzt langsam aus Park. Da muss ich aber los. Da muss ich aber los. Also, würde ich sagen. Auf zu Ostsee. Ja, wir sind jetzt an der Ostseeküste. Hallo. Hallo, vielleicht müssen wir ein bisschen lauter reden. Ja. Tag! Hoch! Hoch! Dunkel! Geil! Geil! Und du, lieber Kai? Also ich muss sagen, es ist echt ein geiler Park, aber es hat mich schon echt fertig gemacht, der Park. Also, ja? Ich bin durch. Die Achterbahn, oder? Die Achterbahn, ey. Alles dunkel, gut. Schnell, rückwärts, vorwärts, hoch, runter. Also im Großen und Ganzen ein geiler Tag. Hier am Meer beenden wir diesen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder nach unten da, auch egal. Wenn ihr das cool findet und ich teile das Video hier, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ansonsten lasst es einfach. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt mir hi, Manu, Vanessa und Peter vom Filmteam. Ciao! Ciao!